Ich bin die Jasmin, ich komme aus Brixen, bin Designerin und mein Projekt heißt Lab, Licht und Lab. Das ganze Projekt hat eigentlich so vor 2 Jahren angefangen. Ich bin damals zwar hübsch, bin so durch die Stadt gegangen und eben genau über den Gehweg, das Lab war noch nicht geräumt. Und bin wirklich durch den Massen an Lab gegangen. Und es war wirklich so, dass ich da auf den Boden geschaut kann und mir überlegt habe, okay, was liegt da eigentlich alles? Das liegt so viel Material, was wahrscheinlich ein paar Stunden später wieder weggeräumt wird oder halt eben entsorgt wird. Und man so viel damit tun kann. Und so ist eigentlich wirklich die Idee entstanden und der Gedanke aus dem, was da am Boden liegt, was für uns schon fast so ein, ich sag's mal, ist ein wertvoller Abfall, etwas damit wieder zu tun und dem Material ein neues Leben einzuhauchen. Die ganze Produktion ist reine Handarbeit. Und was mir ganz wichtig ist, ist, dass nicht nur das Material, was ich benutze, natürlich ist, sondern auch die Gegenstände oder die Produkte, die ich sonst noch verwende für die Herstellung, auch natürlichen Ursprungs sein. Deswegen ist das Bindemittel, was also die ganze Masse bindet, auf biologischer Basis. Also das Schöne an der Lampe ist wirklich, dass jede Lampe an sich einzigartig ist. Also mit der Unterstützung für das Projekt von der Kampagne darf ich gern eben neue Gussformen ausprobieren, also das zu verbessern, was ich bis jetzt schon mache. Vielleicht auch eine Gussform dazu zu den jeweiligen Formen, damit ich einfach ein bisschen schnellere Herstellung haben, weil im Moment braucht eine Lampe einen ganzen Tag. Also Ziel ist wirklich, die Kollektion an sich zu erweitern, neue Modelle, neue Formen zu machen, aber auch neue Materialien zu nutzen. Falls euch die Idee genauso am Herzen liegt wie mir, dann könnt ihr es mich bei meiner Crowdfunding-Kampagne unterstützen und denkt auf ihre Lampe oder eins von den anderen Dankeschöns aussuchen. Ich würde mich wahnsinnig um eine Unterstützung freuen und bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon im Voraus bei allen, die mitmachen und von meinem Projekt weitererzählen. Danke!